Aber ich sag mal so, wenn es mal notwendig sein soll. Oh. Wow. So, du aber auch nicht, mein Freund. Du auch nicht. Quecksilberkugeln wieder bloß. Ah. So, meine Blutechos liegen hier. Wenigstens was? 17.000. Kann ich auch gleich hier rumgehen? Oh, da hat der Typ mich schon wieder gesehen. Oh Gott. Das kann ja wieder lustig werden. Der hat mich schon wieder gesehen, Leute. Boah. Ich halt's nicht aus, hey. Ich halt's nicht aus. Gott sei Dank haben wir bloß den einen hier. Wow. Wow. Was heißt denn ein hier? Das sind doch schon wieder zwei. Wo kommen denn die jetzt beide her? Wow. 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 Komm her. Jawoll. Zack. Wissen der Verrückten oder des Verrückten, wie auch immer. Einer ist down, Leute. Da wären sie noch zwei. Ich hoffe wenigstens innig, dass wenn ich jetzt drauf gehe, dass das Typen sind, die nicht wieder spawnen. Das wäre richtig mies. Weil die sind schon affenstark. Das sind doch wieder solche Typen wie ich, oder? Die spezielle Fähigkeiten haben. Und so stark sind wie ich. Die gehen wieder auf ihren Platz zurück. Das ist sehr gut. Ja, geh du mal dahinter auf deinen Platz. Ich tue den Kollegen hier backsteppen. Wenn es funktioniert. Und? Yeah, und? Wow! Okay, ich glaube, ich sollte wieder wegrennen. Tschüss! Tschüss! Vielleicht hat es ja was gebracht. Tschüss! So. Na, gucken, wer mir hinterher rennt. Oh Gott, einer? Okay, der. Wow! Wow! Ey, der verliert Gas! Der müffelt! Jawoll! Auch den hätten wir down! So, Klauenspur! Okay, bleibt bloß noch einer. Da kommt er doch schon. Kommt er doch schon. Was steht denn der so da? Der geht wieder. Wow. Kommen wir hier hoch? Kommen wir da? Das ist so ein schöner Platz. Da können wir besser kämpfen. Komm. Da habe ich die anderen beiden auch schon fertig gemacht. Ja, komm. Komm schon. Dann mache ich dich hier auch noch platt. Wenn ich es hinkriege. Wow! 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 Okay. Jetzt heißt es männlich sein. Wow!
Er wollte so eine Mega-Attacke ausholen. Wow. Wow. Der weicht gut aus. Muss man sagen, der kann parieren. Ach. Eieiei. Aber genauso gut, wie der ausweichen kann, kann ich auch ausweichen. Guckt mal, wie gut der ausweicht. Oh je. Wow. Wow. Jawohl. Jawohl. Wow. Okay, komm schon, Leute, komm schon. Wow. Jawohl. Oh, meine Güte. So, der hat nur Quecksilberkugeln gehabt. Aber auch der, wow, der hat viel Blutechos gegeben. 40.500 haben wir jetzt. Ich würde am liebsten zurückgehen und die einsetzen. Aber ich weiß nicht, ob die dann wiederkommen, die Typen. Ich hoffe nicht. Deshalb behalte ich die Blutechos jetzt lieber mal. Wenn ich drauf gehe und sie nicht hier sind, können wir sie immer noch wiederholen. Oh Gott! Was treibt sich denn jetzt hier rum? Was ist das denn? Wow, Alter, was ist das denn? Eine wandelnde Truhe voll Totenköpfe. Ich gehe fest hier. Da hinten noch mehr. Wie krank ist das Gebiet denn hier geworden? Was ist denn hier los? Für euch. Heiliger du. Heiliger Strohsack. Das Gerät funktioniert derzeit nicht. Ach. Guck mal einer an. Das Gerät funktioniert derzeit nicht. Da ist eine Glockenspielerin. Dumme Kuh, du. Kannst vergessen, deine Monster hier wieder zu beleben. So. Bin immer gespannt, wie stark diese wandelnden Totenkopftruhen sind. Die sind ja richtig derbe. Ey, derbe. So, die haben nur einen Schlag gebraucht. Ich nehme an, das liegt daran, dass die Glockenspielerin weg ist. So, ich will jetzt irgendwie nicht alles erkunden. Hier am Ende gehe ich noch drauf. Sieh an, ein Bleichbluthimmel. Das ist ein Bleichbluthimmel? Und was hat das zu bedeuten? Kann ich das Viech backsteppen? Oh Gott, da ist die Tür auf. Was ist das denn? Das ist eine Schatzkiste. Wow. Yeah. 1600 Blutechos. Verwandtenjäger Blut, Dunstblut Edelstein 4. Okay. Also die kriegen wir relativ zügig down. Muss ich sagen. Und hier sind die ganzen Dinger aufgebrochen auf einmal. Das war vorhin nicht. Hier was drin, da ist auch so ein Viech drin. Komm, jetzt können wir auch wieder backsteppen. Wie die aussehen, ne? Wie krank die Viecher sind. Bestien, Dunstblut, Edelstein, irgendwas. Blutedelstein, Brocken.
Nochmal zwei. Wir haben 46.000 Blutedelsteine. Boah! Ja klar! Kommt da so ein Viech raus? Boah, wie stark sind denn die? Wow! 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 Das Viech ist verbrannt! Am Feuer! Wie geil! Och! Meine Güte, hat mich das erschrocken! Aber wenn die so auf Angriff sind, die können schon ordentlich Schaden machen. Blutedelsteinbrocken, wieder zwei. Oh Gott. Ich glaube, wir sollten den ein bisschen ausweichen. Jawoll! Also mit dem einen starken Angriff, da kriegt man die schon relativ zügig runter. Von ihren Lebenspunkten. Was beschützen die da? Wow. Nein, 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 jetzt bloß nicht. Jetzt bloß nicht drauf gehen. Komm schon, geht hier ins Feuer rein am besten. Jawohl. Der wollte nicht. Doch einer ist tot. Und der andere brennt. Der kotzt sich gerade aus. Wow. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. 51.000 Blutechos. Boah, Leute, was sind denn das für Viecher? Boah, ich hoffe aber, dass die drei Typen wieder nicht da sind. Also, dass die jetzt nicht mehr da sind. Das wäre sonst richtig hart. Also, die oben auf dem Plateau, die können wir wieder erledigen. Aber bei den Typen habe ich ehrlich gesagt nicht Bock. Die scheinen nicht da zu... Also, von hier oben sehe ich zumindest schon mal nichts. Wäre gut, wenn die nicht mehr wiederkommen. Die haben ja bloß sowas wie Wissen des Verrückten ausgeliefert. So. So, 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 so. So, ich hoffe, dass wir die 51.000 Blutechos wiederkriegen. Ist ja schon übel. Wenn wir die jetzt verloren hätten, für immer und ewig. Ja, die Typen sind weg. Die da auch? Jawohl, das waren einmalige Gegner. Geil. Hoffentlich liegen die Blutechos gleich hier vorne. Jawohl. Das sind meine 51.000 Blutechos. So. Und yeah! So, ein Viech ist wieder erledigt. Jetzt haben wir schon 59.000 Blutechos. Ich glaube, ich muss hier oben dann auch erstmal die wieder erledigen. Und dann die Glockenspielerin. Die da oben hockt und sich versteckt. Im Dunkeln, die sieht man auch gar nicht, wirklich. So, die Quecksilberkugeln brauche ich nicht unbedingt. Jetzt sagen die, hier mache ich mal noch fertig. So. Hätten wir schon 61.000 Blutechos? Es werden immer mehr.
Gut, das eine Viech da, was aus dem Wagen springt, da müssen wir gefeit vor sein. Das wird uns angreifen, so oder so. Ich frage mich nur, wie können wir die Viecher besiegen? Am besten mit einer Feuerwaffe oder Elektrizität oder... Was, gegen was sind die am besten verwundbar? Das ist noch so die Sache, die wir rausfinden müssen. Wow. Kotz. Zack. Yeah. 65.000 Blut. Echos. Ja, ich glaube, das hat uns schon wieder gesehen. Wow. Yeah. Yeah. Gleich ein Gegenangriff gestartet. So, mal gucken, ob wir gleich eins jetzt down kriegen, damit das andere nur hinter uns herläuft. Das brennt! Jawohl! Und down ist es. Zack. Sehr schön. Jetzt wird das Feuer erlöscht. Erloschen. Aber immerhin haben sie gebrannt. Gebrannt, gebrennt. Verwandtenjäger Dunstblut Edelstein 4. Eieiei, hier brennen die Leichen, du. Oben ist noch zu, ne? Hm. Okay, dann hätten wir hier alle besiegt. Ich sollte echt überlegen, meine 69.000 Blutechos jetzt zu saven. Das ist ja eine ganz schöne Menge. Nicht, dass wir jetzt da runtergehen. Und da auf dem Platz kommt irgendwie ein Viech oder so. Wisst ihr, was ich meine? Wir können ja mal durchspelunkern. Vielleicht gibt es da ja eine Laterne oder sowas, eine neue.